für euch. Was macht die Heizung? Heizung ist warm. Eine große weiteren Schritt, was die Dating-App angeht, dass das so startet. Also es gibt natürlich jetzt so einen Vorlauf, wo man erstmal guckt, wer will da überhaupt rein. Jetzt geht es halt so ins Detail und dafür gibt es 100, genau 100 Invites für euch. Natürlich vor allen Dingen für so die Hardcore-Fans hier, aber sollten sich schon auch für Dating interessieren, sonst macht es, glaube ich, wenig Sinn. Also der Arbeitsname ist erstmal Soul Matching für die App und ihr geht einfach auf liebeship.de und dann / Soul Matching, ich schreibe es hier auch nochmal rein und dann könnt ihr euch da bewerben und einen der Invites. So, ne? Genau. Ist die App nur für Hetero? Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Das auch für Queer. So, aber jetzt gehen wir mal in die Mail, würde ich sagen. So, ist auch über Online-Dating, passenderweise. Von einem Herren der Schöpfung. So, lieber Christian, ich bin bereits seit Monaten ein treuer Abonnent deiner Inhalte. Erstmal herzlichen Glückwunsch für deinen guten Geschmack, sehr gut. Und du hast mir mit deinen Videos bereits sehr helfen können, eine toxische Beziehung zu verarbeiten. Danke für deine tolle Arbeit. Ich möchte gerne meine Situation schildern. Ich kann nämlich nicht aufhören, mir darüber den Kopf zu zerbrechen und kann es nicht verdauen. Wir sind beide um die 30 und lernten uns im Advent über Online-Dating kennen. Bevor ich jetzt weiterlese, wollte ich mal sagen, wir können jetzt gleich wieder darüber uns Gedanken machen, wie gemein und böse die Frau ist. Das würde ich aber mal heute nicht machen, sondern ich würde gerne mal das besprechen unter so einem Aspekt, was für Erwartungen kann man eigentlich so haben an Standard Online-Dating und welche Erwartungen sollte man nicht haben und wie betreibt man da ein Erwartungsmanagement. Und weil wenn man da mit falschen Erwartungen rangeht, ist es, glaube ich, macht es besonders wenig Spaß. So, wir beschlossen, zusammen spazieren zu gehen und gefielen uns auf Anhieb. Anfangs taten wir uns etwas schwer, in die Gänge zu kommen, da wir beide eher introvertiert sind. Letztlich war es aber ein richtig angenehmes erstes Date und sie schrieb mir, nachdem wir uns verabschiedet hatten, dass sie mich sehr gerne wiedersehen würde. Ja, dann sagen ja meine Dating-Tipps, also wer den nicht kennt, kauft mal mein erstes Buch, Liebescode, das dann, wenn die Frau sich wieder meldet, macht er mal das nächste Date. So, hast du auch gemacht. So, sie schrieb mir, nachdem wir uns verabschiedet hatten, dass sie mich gerne wiedersehen wollte. Eine Woche später lud ich sie zu mir ein, wir kochten gemeinsam, hatten Sex, kuschelten die ganze Nacht und unterhielten uns stundenlang. Gut, jetzt, da ist jetzt erstmal nichts gegen einzuwenden, ist natürlich good for you, ne? Schön, dass du da das bekommen hast, was du wolltest. Was mir jetzt als erstes auffällt, ist, es ist aber jetzt keine Wertung, aber ich hatte ja auch mal gesagt, weiß nicht, ob ihr mal ein Video geguckt habt mit Borderline-Wut, also nicht, dass ich jetzt denke, die wäre Borderline, also überhaupt nicht, aber wenn Frauen so fast forward sind, ein bisschen zu vielleicht sogar ein bisschen dominant Nähe herstellen, wäre ich mal ein bisschen vorsichtig. Und eine Frau, die einen nicht kennt, gleich beim zweiten Date zu einem nach Hause kommt, ist jetzt nicht, ich will gar nicht mal sagen, dass das jetzt toxisch ist oder ungewöhnlich, nur, ja, was ist das für eine Frau? Ich vermute mal, ich kenne natürlich jetzt auch schon den Rest der E-Mail, ich vermute mal, dass es eine Frau ist, die dieses Szenario gewöhnt ist, die da keine Angst vor hat, die das auch schon öfter gemacht hat, weil es, man sollte es gar nicht glauben, weil, aber es gibt auch weibliche Seriendater, die sich einfach nur zwei, dreimal Sex holen, dann wird es ihnen langweilig, dann kommt der nächste dran. Man denkt ja immer fälschlicherweise, das machen nur Männer, ist vollkommen Quatsch, machen Frauen auch. Und sie scheint, ja, soll ich mal sagen, man könnte jetzt natürlich auch denken, sie macht das, weil sie so unsterblich in dich verliebt ist. Aber hätte ja auch theoretisch sein können. Aber wie wir jetzt sehen werden, ist das nicht der Fall. Eins sehe ich schon mal, habe ich ein großes Fragezeichen. Also das kommt mir nicht vor wie eine introvertierte Frau. Das würde ich jetzt nicht sagen. Oder was meint der Hintergrund hier? Nee. Nee, ne? Ja.
So, es war ein sehr inniger und schöner Abend und ich merkte, dass ich begann, Gefühle für sie zu entwickeln. Ja, das liegt natürlich auch daran, also auch das ist überhaupt keine Bewertung, dass gerade wenn man vorher in toxischen Beziehungen war und so ein Thema halt mit Liebeship und so, empfehle ich eigentlich nicht sowas zu machen, sondern ich empfehle so ein Date nach dem nächsten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist das zweite Date. Aber wenn man jetzt so ein bisschen neigt zu Pluspoligkeit, Liebessucht und dann hat man auf Date 2, geht man gleich in die Kiste und vögelt die ganze Nacht und kuschelt die ganze Nacht. Ja, dann ist es schwer, die Emotionen rauszuhalten. Und wenn man die Emotionen nicht raushalten kann, hängt man schnell wieder drin, ne? Ja, wird man schnell wieder ein bisschen needy. Naja. Und was man sich klar machen muss auf Online-Dating, das heißt nichts. Wenn ihr so jemand im echten Leben, und ich bin hier an der Käsetheke jemand kennenlernt, ne? Im echten Leben oder im Park oder ich weiß nicht was, und ihr tauscht Telefonnummern aus und dann auf dem zweiten Date passiert sowas, da würde ich wirklich sagen, ja, klasse, schön, heißt was. Im Online-Dating heißt es heutzutage leider nichts mehr, wenn sowas passiert. Das heißt einfach nichts. Ich weiß, das ist bitter. Aber es heißt einfach nur, dass man zusammen Sex hatte. Mehr heißt es nicht. Es ist irgendwie deprimierend, ich weiß. Ups, ich möchte ja auch niemand seine, weiß ich nicht, seine Hoffnung nehmen auf Online-Dating. Aber naja, es heißt nichts. Es war einfach nur ein schönes Date. So, ich habe ja auch Befürchtung, von Anfang an zu offen und zu pushy gewesen zu sein. Könnte gut sein, dass es der nächste Punkt, unter dem ich das mal beleuchten würde, das ist, ich weiß, ich werde immer wieder gehen, manche die Decke hoch, aber ich bleibe dabei mit meinem Polaritätsansatz. Es ist tatsächlich am Anfang durchaus nicht schlecht, wenn die Frau ein bisschen mehr macht, aber es ist nicht gut, wenn der Mann deutlich mehr macht. Das ist, gerade wenn eine Frau noch nicht so richtig verliebt ist, keine gute Idee. Und da ist wirklich, je cooler Mann der ist, je. In a good way, James Bond-mäßiger, ist jetzt wirklich nicht negativ gemeint, aber so calm, cool und collective, würde die Länder sagen, Engländer sagen oder Amerikaner sagen, umso besser. Sagte nach dem Sex, dass ich meine Dates abgesagt hätte, da ich nur an ihr interessiert bin, bot ihr eine Zahnbürste an und sagte mit einem Augenzwinkern, dass sie mich freuen würde, falls ich diese bei mir stehen lassen könnte. Ja, ich weiß, Gott, wenn man jetzt viel Rosamunde Pilcher guckt, passieren solche Sachen. Im echten Leben würde ich das tatsächlich im Online-Dating, wie gesagt, wenn es nicht Online-Dating wäre, Online-Dating würde ich sagen, ja, das ist needy. Also du weißt nicht, ob die Frau schon so weit ist, du weißt nicht, ob die Frau sowas ständig macht und dann stehen da 30 Zahnbürsten so ungefähr. Und damit gibst du quasi eine, du sagst quasi, ich möchte gern mit dir eine Beziehung haben und meine Theorien besagen ja, es sollte besser von der Frau ausgehen, so, ne? Also, aber gut. Das heißt jetzt übrigens nicht, dass diese Frau irgendwie Bindungsangst hat oder so, kann sein, aber wie gesagt, ich habe ja gar keine, bis hierhin gar keine Wertung. Also eine Frau kann auch einfach Spaß haben wollen, so, ne? Und sie hat ja keine Versprechungen gemacht und nichts, ne? Im Nachhinein betrachtet kam es wohl bedürftig rüber. Ja, also ich finde es jetzt auch nicht, mein Gott, das ist jetzt auch nicht so richtig schlimm, ne? Mein Gott, du hast einfach. Du fandest es einfach toll. Aber wenn du mehr Erfolg haben willst im Online-Dating, meine, du hast ja Erfolg im Grunde genommen, wenn du es einfach nicht so hochhängen würdest, so, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich damit wirklich den Bogen überspannt habe. Ich hatte auch in meinem Dating-Profil geschrieben, dass ich nur an einer Beziehung interessiert bin und wollte es auch unterschwellig kommunizieren. Ja, ist halt die Frage, es hört sich jetzt so harmlos an, ist halt die Frage, ob das irgendwie pushy rüberkam und so, jetzt musst du mal mit mir zusammen sein und muss sie nicht, ne? Dann müsste man es quasi vorher sagen, ich schlafe nur mit dir, wenn wir danach auch eine Beziehung haben, so, ne? Aber gut, ich meine, das bringt natürlich auch nichts. So, am Weihnachtswochenende lud sie mich zu sich ein und es war ein sehr inniger und schöner Abend, hatten Sex, kuschelten, reden stundenlang und sie schlief in meinen Armen ein. Gut, also bis hierhin ist aber trotzdem alles gut gegangen. Ich hatte dennoch den Eindruck, dass sie sich schwer tat, sich vollends auf mich einzulassen. Ja, muss sie auch nicht. Manche Leute brauchen dafür, gut, wir wissen ja, dass gerade die
Pluspole oder auch manche Minuspole sich 0,nix einlassen können, aber manche brauchen da eben länger für, ne? Und manche Frauen verlieben sich vielleicht im ersten Sex, manche, weiß nicht, hat es vielleicht nicht so eine Bedeutung und es braucht länger, ne? Ja, ist so, jeder Mensch ist verschieden, ne? Aber ich sag mal so, wenn sie, also man kann jetzt nicht sagen, dass der Frau diese Dates nicht gefallen haben, da hätte ich ja keine 3 Dates gehabt und 2x Sex, so, ne? Sich zu öffnen, als wäre ein Teil von ihr nicht ganz bei mir. Ja, auch das kann ja sein, du kennst die Menschen nicht im Online-Dating, ne? Nachdem wir Sex hatten, erwähnte sie 2x ihren Ex. Was ich in dieser Situation als völlig taktlos empfand, vor allen Dingen, da sie sagte, dass sie seit 2 Jahren Single sei. Ja, gut, das sind bis hierhin sind das alles keine wirklich harten Fakten. Mein Gott, wie viele Leute reden über ihren Ex im Online-Dating, das höre ich ständig. Also, es ist eine Sache, die man nicht machen sollte, aber es, also bis hierhin sind das alles, könnte man eigentlich sagen, ist einigermaßen gelaufen. Also so eine richtig krasse Red Flag sehe ich hier bis hier nicht so. Aber nur weil keine Red Flags da sind, heißt es nicht, dass es funktioniert so, ne? Ich ignoriere es aber einfach, da wir uns, gut, ich weiß jetzt aber auch nicht, was er gesagt hat, ne? Da sie aber sagte, dass sie seit, achso, jetzt hatten wir schon. Da wir uns kurz über Weihnachten trafen, habe ich ihr eine Kleinigkeit geschenkt. Oh, also das, ich finde, ich weiß, das sieht jeder anders. Ich finde es zu needy. Also wenn sie dir was geschenkt, also ich weiß, das hört sich jetzt total 50er Jahre mäßig an, aber ganz ehrlich, ihr kennt euch ein paar, oder wenn ihr euch, weiß nicht, keine Ahnung, beide was geschenkt hättet, aber dass du ihr was schenkst und sie dir nicht. Es kommt, ich weiß, man kann natürlich sagen, man kann jederzeit jedem, jederzeit was schenken. Ist halt die Frage, wie kommt es rüber? Kommt es so rüber als so, ich sag's jetzt mal ganz krass, als wenn du sie einkaufst? Das fuckt eine Frau total ab, so, ne? Oder kommt es rüber wirklich als von Herzen gegeben? Und du erwartest auch quasi nichts dafür. So jetzt die meisten Menschen, wenn ich dir so eine Frage stelle, sagen, nein, das ist natürlich von Herzen geschenkt. Aber ganz ehrlich, viele, also ich habe damit auch mal zu tun, gerade viele Leute, die so pluspolig sind, erwarten eigentlich doch was, unbewusst. Und es merkt der andere und dann fuckt den das echt ab. So. Aber wir fragen mal die Frau hier, du würdest es süß finden, oder findest du es auch? Nee. Ich würde mich freuen, aber ich würde selber auch auf jeden Fall was. Du hättest auf jeden Fall auch was geschenkt, ne? Ja. Ich habe dir. Ja, du hättest. Habe ich dir Weihnachtskalender geschenkt. Ja, 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 ja. Weil du sagst ja auch, wenn die Frau es machen würde, wäre es okay. Und wenn beides gemacht hätten, wäre es auch okay. Du findest es problematisch, dass. Ja, finde ich nicht so in der Polarität. Ja, ja, genau. Ja. Hm. Meine Meinung. Er hätte es ja auch zurückhalten können. Also manchmal macht man es ja auch dann ganz geschickt. Man hat was dabei für den Fall der Fälle. Ja, genau. Er hätte es ja nicht schenken müssen, wenn sie ihm nicht schenkt. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ich weiß nicht, was gehört habt, sowas mitnehmen und man, wenn man merkt, der andere hat nichts, dann ist auch nicht schenken so, ne? Also bei Online-Dating zählen tatsächlich diese ganzen feinen Sachen eine ganze Menge, aber oder man muss einfach so viel Menge daten, dass einem sowas einfach nichts ausmacht irgendwie, ne? Das machen ja auch viele, ne? Aber ob das ein guter Weg ist, weiß ich nicht. So, es war nichts Besonderes, bloß ein Maskottchen, von dem sie letztes Mal erwähnte, dass es ihr gut gefiel. Sie war jedoch überrascht, fast erschrocken, dass ich etwas mitgebracht hatte. Gut, sie kann natürlich bindungsängstlich sein, aber das ist jetzt wirklich, es ist wirklich ein bisschen geraten so, ne, sag ich mal. Hat er auch Wasser geschenkt? Weil es kommt ja auch irgendwie darauf an. Ein Maskottchen. Mhm. Was sie aber vorher gesagt hat, was sie gut fand. Ah, okay. Ja, schon okay, finde ich. Also als Geschenk finde ich es okay. Letztlich waren es 3 sehr schöne Treffen und ich habe mich, nachdem wir intim wurden, in sie verliebt. Ja, alles gut. Kann passieren. Damals zu Silvester aufgrund, also es klingt ja auch sicherlich an dieser Situation mit Weihnachten und Silvester, da, naja, ist man manchmal auch nicht so. Guckt man manchmal auch nicht so genau hin. Weil man einfach nicht allein sein will in der Zeit. Und naja. So. Wir verabschieden uns innig und alles schien gut zu laufen. Doch nach Neujahr fingen die Probleme an. Sie begann ein heiß-kalt-Ghosting-Spiel mit mir zu spielen. Jetzt würde ich gern wissen, ich weiß nicht, ob du hier im Chat bist, wie viel hast du sie getextet? Hast du sie tot getextet danach? Manchmal ist es wirklich auch das Getexte so, dass also Frauen hassen es, wenn Männer so needy rüberkommen. Ist jetzt bis hierhin
weiß ich nicht, könnte so ein Vibe gewesen sein. Aber auch da, wenn man so verliebt ist, verliebte Männer texten manchmal viel zu viel. Das wäre auch nochmal eine interessante Frage. So, sie begann ein Highschool-Ghosting-Spiel mit mir zu spielen, das ich gegen Ende nicht mal wusste, wo oben und unten ist. Unser vereinbartes Treffen sagte sie ab, da sie diese Woche gar keine Zeit hätte. So, meine Erfahrung damals vor dem Krieg im Online-Dating ist, wenn überhaupt irgendein Date abgesagt wird, kann man es gleich in die Tonne treten. Und dieses drüber nachdenken, warum und wieso und ist sie jetzt bindungsängstlich, ist völlig für den Arsch. Da muss man einfach, wenn man Online-Dating hat, muss man einfach die Nerven haben, dass sowas passiert. Das sind diese Geschichten, die ich auch echt abfuck finde, so. Aber wenn man Online-Dating macht, dann muss man mit sowas leben, dass sowas passiert. Schatz, er hat geantwortet übrigens. Was hat er denn geschrieben? Ich habe kaum getextet, nicht mehr als sie. Okay, super, gut gemacht. Also meine Erfahrung ist, sobald ein Treffen abgesagt wird, es sei denn, ich sage dann immer, klar, man denkt dann immer, ja, kann ja mal passieren, aber ja, was ist, wenn ihr, sag mal, einen coolen männlichen Schauspieler... Elias Mbarek. Irgendwie Mbarek, so und so, weiß gar nicht, wer das ist. Elias Mbarek, wenn der euch daten würde, würdet ihr dann absagen? Wenn ihr ein Vorstellungsgespräch hättet, würdet ihr dann plötzlich nicht können? Wenn ihr Beyoncé daten könntet, hättet ihr dann keine Zeit? Nee, also das ist immer, ja, offensichtlich ist sie nicht verliebt, auf jeden Fall, ne? Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich weiß, man sagt dann immer so, ja, wenn der andere, also man dann, also ich sage in meiner Dating-Theorie, sage ich dann immer, wenn die Frau das Date abgesagt hat, muss sie einen Vorschlag machen. Ansonsten, wenn sie keinen Vorschlag macht, kann man die Telefonnummer eigentlich streichen. Und das ist, was ich empfehle, diese Härte zu haben, egal wie verliebt man ist. Einfach zu sagen, alles klar, lohnt sich nicht weiter zu investieren, läuft nicht, fertig. Weil das ist so oft, dass das passiert, sowas. Also da kann man auch, es hat auch nichts mit dir, letztlich hat das auch nichts mit dir zu tun, so, ne? Sag ich mal, dem Mailschreiber, das ist einfach, wie diese Frau datet auch so, ne? Klar kann man jetzt gucken, hast du sie vielleicht ein bisschen darüber geschubst, aber ich sag mal so, wenn sie dich, wenn sie jetzt wirklich auf der Suche nach einer Beziehung ist und du bist sozusagen von Anfang an bist du eine 8 oder eine 9, ne? Da kannst du ruhig 5, 10 Fehler machen und das macht einfach nichts, ne? Aber wenn jemand gar nicht nach einer Beziehung sucht oder eine Frau datet ja einen ja nur, wenn man mindestens eine 6 ist, ne, von 10 so. Und wenn du so knapp drüber bist und da machst du ein paar Fehler, bist du raus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die auch einfach keine Beziehung sucht. Also wie viel du da jetzt wirklich falsch gemacht hast. Offensichtlich hast du ja auch viel mitgemacht, sonst hättest du nicht mit dir geschlafen. So, ne? Deswegen will ich das jetzt auch nicht übermäßig kritisieren. So. Kann man ja auch das Positive, du kannst auch, das würde ich sowieso dir raten, dass du sagst, boah, es war echt, war geil, tolle 3 Nächte und also, dass du kannst sagen, was für eine Scheiße, dass das nicht weitergegangen ist oder du kannst sagen, ah, was für eine coole Erfahrung, ne, das ist ja total witzig und da war sie plötzlich weg, aber wir haben Weihnachten verbracht, also das wäre viel, damit wird sie viel besser gehen, so. Aber wir gucken mal weiter. Die Gründe dafür schien mir an den Haaren herbeigezogen. Gleichzeitig schrieb sie mir immer wieder, dass sie sich freuen würde, mich bald zu sehen. Ja, jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo ich tatsächlich sagen würde, ja, die Frau hat keine schöne Art zu kommunizieren. Ne? Jetzt ist natürlich, das hört sich natürlich an nach Future Faking, Gaslighting, wenn es dann nicht passiert. So, ne? Aber das heißt jetzt nicht, dass du an eine Narzisstin geraten bist, das machen einfach viele Menschen, weil sie einfach keinen Bock haben zu sagen, du, ganz ehrlich, ich schlafe immer nur 3-mal mit Männern oder ich habe gerade den, weiß ich nicht, den Mittelstürmer vom HSV kennengelernt, also das sagt man halt nicht und dann kommt so ein Gemucksel dabei raus irgendwie, ne? Oder ich date 3 Männer gleichzeitig oder was weiß ich, ne? Sie sagte, wie sehr ich ihr gefalle. Ja, das ist Lovebombing jetzt, ne? Ich schrieb ihr doch nicht öfters als sie und hatte die Befürchtung, ich hätte ihr von Anfang an zu viel Druck gemacht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass du so viel falsch gemacht hast. Aber tatsächlich, jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo ich auch sagen muss, dass sie sich nicht schön verhält, so, ne?
Sie machte einen Datevorschlag, den sie darauf wieder verschob. Das ist exakt das, was ich früher immer erlebt habe. Wenn das mal ein Date abgesagt ist, ist die ganze Tonne im Arsch. Kann man gleich Nummer löschen und abhaken, ey. Also kannst vergessen, ey. Ohne Gründe dafür zu nennen. Und ich sagte daraufhin, mach es nächste Woche wieder gut. Ich hoffe, du willst mich da noch sehen. Ich mache es nächste Woche wieder gut. Ich hoffe, du willst mich da noch sehen. Ja, ich muss zugeben, das ist sehr manipulative Kommunikation. Ja, muss ich zugeben. Weil sie könnte es einfach sagen, du weißt was, ich habe keinen Bock mehr. Ja, sie hält dich jetzt warm. Ne? Wie nennt man das? Benching, glaube ich. Ne? Das ist Benching. Ich melde mich daraufhin nicht mehr bei ihr. Richtig. Dieses Hin und Her lässt mich anfangs nur ratlos zurück und fühlte sich an wie ein Schlag in die Magengrube. Ja, aber wisst ihr was? Dating soll sich anfühlen wie Spaß, ne? Und wenn du eine Beziehung suchst und das geht so los, da weiß man schon mal, hat keinen Spaß. Es ist wieder, wahrscheinlich ist es wieder das alte toxische Muster, diese Heiß-Kalt-Frauen, sowas, wo Männer ja mal Schwierigkeiten mit haben. Ich hatte ja von Ihnen den Eindruck, einfach nur auf die Wartebank geschoben zu sein. Ja, Benching, ja, genau. 3 weeks later. Dann kam eine Woche später die Nachricht, verkürzt. Eigentlich hätte ich ja vorgeschlagen, dieses und jenes zu machen, aber es kommt immer was dazwischen. Unser Verhältnis steht wohl unter keinem guten Stern. Danke für 3 schöne Abende. Ja, das ist damit, das ist, ja, das ist, wenn man nicht früh genug selber rausgeht, das ist jetzt der Abschuss, ne? Ja, leider. Keine Kritikphase diesmal, aber der Abschluss. Ich fand das respektlos. Ja, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich finde, du hast jetzt hohe Erwartungen an Online-Dating. Ja, das ist, ja, ist es respektlos. Sicherlich nicht schön, wie sie kommuniziert, aber das so bis mit respektlos, das ist manchmal, meiner Ansicht, manchmal so ein pluspoliges Denken. Ne? Der andere, der muss doch, das kann er doch nicht machen, das gibt's doch gar nicht, wie kann sie so sein? Ja, aber sie ist so, sie ist so. Nur ob du dich jetzt drüber aufregst oder nicht, bringt gar nichts. Ne? Und ja, ist es respektlos, weiß ich nicht mal. Also das ist halt so, wie sie ist. Ne? Sie kommuniziert so. Und ich finde, sie hätte noch viel respektloser sein können. Sie hätte, also vielleicht kommt da jetzt ja noch was, aber sie hätte dich noch viel mehr, weiß ich nicht, warm halten können, noch mehr Hoffnung machen können. Also ich respektlos finde ich fast ein bisschen zu viel. Ich war einfach nur am Boden und verstand nicht, warum sie sowas tut. Ja, also man sollte einfach nicht versuchen zu verstehen, warum Menschen so handeln, wie sie handeln. Ich habe das schon längst aufgegeben. Das macht einen völlig kaputt und fertig. Zieht einen nur runter und hält einen auch nur in der Liebessucht. Also sieh so Menschen einfach wie so eine Blackbox, die du nicht verstehst. Verstehst deren Programmierung nicht. Passt nicht zu dir, abhaken, fertig. Egal, wie hot sie ist, egal, wie schön die jetzt die 3 Dates waren. Das ist Trennungskompetenz, aber muss man sich hart erarbeiten. Wie kriegt man Trennungskompetenz? Ja, indem man sich trennt und indem man sich immer wieder sagt, hey, es gibt so viele Frauen, das war wohl nicht die richtige, die nächste ist nochmal viel geiler. So, ne? So. Ich war einfach nur am Boden zerstört und verstand nicht, warum sie sowas tut. Schrieb ihr aber 2 Tage später, dass ich mich bedanke und ihr alles Gute wünsche. Warum? Warum schreibst du dieser Frau noch? Sie hat dich gerade abgeschossen und das ist jetzt nur, das heißt nur dein Ego, dein inneres Kind. Ich würde der echt keinen Buchstaben möchte ich dir schreiben. Ich würde sofort die Nummer löschen, abhaken, Dating-App wieder anschmeißen, fertig. Was soll da noch bei rauskommen? Es ist einfach, du reitest ein totes Pferd. Also gibst Energie in irgendwas rein, was oder du gibst ihr Energie, kriegst aber nichts zurück. Ne? So, damit wollte ich mir selbst helfen, sie loszulassen. Wenn du jemanden loslassen willst, dann gehst du auf Null Kontakt und schreibst ihm nicht. Auch nicht danke für 3 schöne Abende. Weil das ist letztlich, ist es auch wahrscheinlich wieder, hört sie den Unterton, Kontaktaufnahme, kannst du wieder zurückschreiben, was vielleicht mit drin ist, so, ne? Es kam dann ein paar Tage später die Nachricht, dass sie sich bei mir bedankt und auch vorhätte, sich bei mir zu melden. Aber wozu?
entweder ihr datet oder ihr lasst es, aber melden bringt gar nichts, ne? Wenn wirklich nichts mehr dazwischen kommt. Sie betont jedoch konsequent immer wieder, dass dies alles wirklich nichts mit mir zu tun habe. Ja, und weißt du was? Das kann auch sein. Es kann sein, dass der Ex zurückgekommen ist. Ach, du weißt nichts von Menschen im Online-Dating. Nichts. Ja. Ihr Spielchen zog sich über 4 Wochen hin. Ja, aber du spielst es auch mit. Du könntest sie einfach, weil du noch Hoffnung hast, ne? Du könntest sie einfach blocken und abhaken. Also ich wäre an dem Punkt nicht mehr so nett. Also ich würde dann sagen, was willst du? Warum schreibst du? Willst du wieder daten? Willst du mich wieder sehen? Aber ich würde jetzt nicht so, danke. Danke, dass du mich abgeschossen hast. Würde ich nicht mehr machen. Ich habe keinen Bock drauf. Ey. Ich wäre da sehr, sehr, sehr kühl und würde, also ich würde jetzt auch so jemanden nicht sofort blocken, aber ich würde da überhaupt keine Energie mehr reingeben. Wäre bei mir tot, der Mensch. Also. So. Es kam nie zu einem Treffen. Also meiner Ansicht nach ist das schon vorprogrammiert seit dem ersten abgesagten Date, aber das ist meine Erfahrung. So. Obwohl wir in der gleichen Stadt und nicht weit voneinander entfernt wurden. Ja, also daran liegt es bestimmt nicht. Wenn eine Frau richtig in dich verknallt ist, ja, die kommt aus, ich weiß nicht, die fliegt über Kontinente, die wechselt die Religion. Ach Schatz, willst du mal deine Religion wechseln? Berlin nach Hamburg. Ja, genau. Ja, die wird von überall aus Deutschland zu dir kommen. So. Aber das ist natürlich, hat man nicht immer. Ne? Ja, aber datet Leute, die richtig verschossen in euch sind. Das macht so viel mehr Spaß, wirklich. Aber ich kann verstehen, dass du gedacht hättest, das wäre der Fall. So. So. Und sie mir ab und an abends schrieb, sie hätte Lust auf mich. Das ist natürlich wirklich sehr manipulativ. Würde ich nicht drauf reagieren, würde ich, also, wie gesagt, eigentlich hätte man sie blocken sollen, aber wenn du das jetzt mitspielst, was du durchaus kannst, du kannst dieses Spiel mitspielen, aber dann spielst auch mit, dann schreib ihr, also offensichtlich interessiert sie sich ja nur für Sex irgendwie, dann sag ihr, ja, komm vorbei, wir vögeln einmal, kannst wieder nach Hause gehen, dann würde ich aber keine Emotionen rein investieren, so, und das kann man durchaus steuern, also das ist nicht so, dass man das nicht steuern könnte, muss man halt üben, so, ne, aber wenn man verliebt ist, dann ist natürlich unter Umständen besser zu blocken, weil es einem einfach nicht gut tut. Aber wenn man sich an dieser Stelle jetzt entschließt, das Spiel mitzuspielen, spiel es mit, sag ihr, komm vorbei. Ja, ich will jetzt nichts Jugendgefährdendes hier sagen, aber würde ich sie echt kühler behandeln und nicht so Girlfriend-mäßig irgendwie so, ne? Ja. So. Das tat einfach nur unheimlich weh und verstärkte meinen Liebeskummer. Ja, was haben wir über Liebeskummer? Kein Kontakt. Immer wieder die ewigen Regeln. Als sie dann wieder ein Treffen vorschlug, das sie tags zuvor erneut verschob, ich sag, man kann jetzt auf dieser Frau rumhacken. Heute würde ich mal mehr sagen, warum bleibt man so lange drin? Ich meine, du bist ja jetzt überhaupt nicht allein mit, das ist ja fast in allen Mails, die ich bekomme. Aber warum bleibt man so lange drin? Ne, das ist, man will es einfach nicht warm. Ich wette, dass dein Bauchgefühl dir schon viel früher gesagt hat, das wird nichts. Aber man hört einfach nicht drauf. Ne? Und dann kriegt man immer mehr in die Fresse. So, ne? Deswegen mein Ratschlag immer rechtzeitig raus, bevor irgendwie die Raketen nur noch so fliegen. Irgendwie, ne? Ist jetzt das dritte abgesagt Date. Weil du aber auch zu lange drin bist. Ja, also ehrlich gesagt, das ist auch mein Eindruck von der Frau, dass sie einfach, wie gesagt, das können sich vielleicht Frauen immer nicht vorstellen, dass es so Frauen gibt, aber es gibt es sie und nicht wenige Frauen, die einfach nur Sex wollen. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, ich bewerte das nicht. Ich finde, das ist total in Ordnung. Ich finde, sie könnte ganz anders kommunizieren. Dann sie könnte sagen, ey, ganz ehrlich, ich will nur Sex. Wenn du verliebt bist, überleg dir, ob du es wirklich willst. Ja, ist wie es ist. Ne? Und da tummeln sich viele auf Datingbörsen. So, als sie dann wieder ein Treffen vorschlug, dass sie tags darauf erneut verschob, schrieb sie mir, dass sie sich für ambivalentes Verhalten entschuldigt, sie nicht wisse, ob sie meine Erwartungen erfüllen könne und sie mich weder jetzt noch in Zukunft verletzen wollte. Ja, und das kann sie sogar so gemeint haben. Also ich halte das, glaube jetzt nicht, dass sie sich gedacht hatte, so wie knall ich ihm jetzt irgendwie
maximales Gaslighting. Vielleicht weiß, also ich denke, sie hat schon viele Männer damit verletzt und ja, das wird sie wissen, ne? Also, ist nur die Frage, hat sie jemals gesagt, dass sie auch eine Beziehung will, so, ne? Oder hat sie es einfach nur offen gelassen, so, ne? So, das passiert im Online-Dating, ne? Da. Immer, da muss man wirklich ein bisschen mit Mauern hochdaten, ne? Dass man sich wirklich erst einlässt, wenn man wirklich, wirklich in sicheren Gefilden ist, so, ne? Ja. Ja, tut mir echt leid, aber. Was Leute sagen, ist leider unserer Welt, hat das keinerlei Bedeutung. So. Aber was bringt dir das jetzt? Ja, sie hat sich vielleicht scheiße verhalten. Kannst du nur überlegen, was du jetzt anders machst. Und ich wäre einfach vorsichtiger so, ne? Ich würde das nicht so sehen als was für eine Niederlage, sondern ach ja, okay, was hätte ich mit der, es hätte so nicht funktioniert, mit der, also weil es hätte sowieso nicht funktioniert, weil sie hätte. Ich garantiert, weiß ich nicht, betrogen oder vor deinen Augen rumgeflirtet oder was weiß ich was. Also, ja. Ist nicht zu wichtig zu nehmen, aber ist mal leicht gesagt. Leider verliebt man sich als, vielleicht, wenn du das bist, pluspoliger Mensch, ja oft dann in diese nicht verfügbaren Partner, aus den Gründen, die wir alle wissen. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass sich gerade in sie verliebt hast. Das sollte man natürlich immer erforschen mit Modul 1 oder. Das war sie auf deinem Liebeschip, hast du selber ein bisschen Bindungsangst und datest Menschen, die nicht richtig verfügbar sind und so weiter und so weiter. Das sind viel weiterführende Fragen. Sie blockte mich im Anschluss auch. Ja, also du bist viel zu lange drin geblieben. Jetzt kriegst du wirklich einen nach dem anderen um die Ohren gehauen. Mach das nicht nochmal sowas, wirklich nicht. Der Liebeskummer war echt schlimm, war aber auch der Grund, weshalb ich mich nicht durchringen konnte, von Anfang an den Kontakt zu ihr abzubrechen. Ja, kann ich verstehen, aber man kann es tatsächlich üben, dass man nicht so von den Emotionen so diktiert bist. Du bist der Chef in deinem System, ne? Nicht deine Emotionen. So, ne? Zudem war sie optisch zu 100% mein Typ Frau. Ja, das Ego. Aber ich vermute mal, dass es nicht nur die Optik war, sondern würde ich mal zumindest mal erforschen, was so genau dein Liebeschip ist, auch vom Typ. Nicht nur von der Optik, sondern auch vom Charakter. Ist wohl schwer nachvollziehbar, wenn man selbst in sowas drin war. Naja, ich verstehe schon, was du meinst. Leider ist gerade in diesen toxischen Dating-Settings meint man, dass alles, wer weiß, wie passen würde. Also, wie ist nochmal der Spruch? Ich muss nochmal gerade gucken, ob ich da eine Antwort von Siri für kriege. Wartet mal. Ja, Siri, was hältst du denn so von dieser Geschichte? Hast du ja bestimmt zugehört jetzt so. Keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Ah, okay, alles klar, wollte ich auch mal sagen. So, auch wenn der Liebeskummer fast weg ist, habe ich daran sogar noch mehr zu nagen als nach der Trennung von meiner letzten langen Beziehung. Ja, wir würden natürlich jetzt schon sagen, dass es eine sehr toxische Dating-Situation war, wenn man jetzt alles so durchliest. Und das sage ich auch immer wieder, es liegt nicht an der Länge, sondern an der Toxizität. Also kann einen durchaus eine Frau oder auch ein Mann nach wenigen Wochen so zugrunde richten, so, oder man lässt sich zugrunde richten. Ja, es liegt nicht an der Länge. Das sagen alle, ne? Es sagen Leute, Mensch, meine Mutter ist gestorben, es war nicht so schlimm, ja. Aber das heißt aber auch, dass du schnell wieder drüber hinwegkommst. Eigentlich verrückt nach lediglich 3 Treffen. Nö, ich verstehe das schon. Anschließend, es passt für mich einfach nicht. Nach dem letzten Date wäre ja kein Ding gewesen. Ja, das ist wirklich auch nicht fair von ihr gewesen. Schien auch nicht mal ansatzweise so, als würde es nicht passen. Was mir nach dieser Erfahrung bleibt, ist ein kaputter Selbstwert samt lauter Fragezeichen. Ach komm, jetzt lass dich davon nicht so runterziehen. Das Leben geht weiter, ey. Vor allem, weil es so schön und unkompliziert begonnen hat. Ja. Ja, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Also das ist in diesen Situationen so. Und ja, das ist, meine, wenn du das erste Mal einen Kokain-Trip reinschmeißt, fühlt sich das bestimmt auch super an. Und so musst du das vergleichen. Das hat mit Liebe eigentlich nichts zu tun. Ne? Kennt euch überhaupt nicht. Und in solchen Situationen ist es eben auch immer, sei froh, dass es keine 3 Monate so ging. Es ist eben auch nur am Anfang unkompliziert. Ne? Dann besonders, ja, weil sie sich so, ja, wie viele von diesen Frauen sich scheinbar irre gut auf dich einstellen konnte. Ne? Aber wer sie wirklich ist, hast du, glaube ich, gar nicht gesehen.